Muy bien, muy difícil con patria. ¿Sí? Sí. Déjeme ver. Espere, espere. ¿Y mire la circunvalante y los que los carritos parecen de juguete? No, parece una pista de carrera. Ay, un momentico. Sí. Ay, mire la pantalla. Yo me llamo Miriam Ramírez y tengo tres hijos. Ich heiße Miriam Ramírez. Ich habe drei Söhne. Carlos, Andrés, Fernando und Daniel. Ich habe mich aus dem gleichen Grund dazu entschlossen, ein Grundstück zu besetzen wie meine Mutter, um meinen Kindern eine Zukunft zu geben. Ich will nicht, dass das Leben sie so schlecht behandelt wie mich. Als ich erfahren habe, dass ein Stadtviertel besetzt werden sollte, sagte ich zu mir, da will ich auch mitmachen. Yo digo siempre que el papá de los hijos se fue a pasear. Ich erzähle immer, dass der Vater meiner Kinder auf Reisen ist. Er war nicht dazu geschaffen, irgendeine Verpflichtung zu übernehmen. Obwohl er ihr Vater ist, behandelte er sie schlecht. Aber ich dulde es nicht, dass meine Kinder geschlagen werden. Als ich das erste Mal in dieses Viertel kam, brachte ich eigentlich nur meine zwei Kinder mit und das, das ich zu der Zeit im Bauch hatte. Dann noch das Bett, die Matratze, die Töpfe, einen Kanister und den Besen. Die Kinder halfen mir so gut sie konnten beim Tragen. Als wir schließlich in der Hütte waren, dachte ich, ist es wahr, dass das meine ist? Oder vielleicht doch nicht? Ist es möglich, dass etwas mir gehört? Ich ging raus und setzte mich auf der anderen Straßenseite unter die Bäume und schaute die Hütte an und fragte mich, ist es wahr, dass jedes Brett, alles, woraus diese Hütte besteht, uns gehört und dass wir endlich etwas im Leben erreicht haben? Wenn die Leute arm sind, haben sie keine Chance. Solange sich die Armen noch Illusionen hingeben, kommen sie nie darüber hinaus. Dann finden sie keinen Weg, sich weiterzubilden oder zu mehr Besitz zu kommen, weil sie nicht wissen, wie.
Yo recuerdo que cuando estaba pequeña éramos muy pobres. Als ich ein Kind war, waren wir sehr arm. Meine Mutter arbeitete als Näherin. Wir wohnten so untermietet. Die Ärmste wusste gar nicht, wo sie eigentlich nähen sollte. Ich erinnere mich daran, dass das Geld für den Haushalt ausschließlich von ihr kam. Seltsame Art, ihre Kinder zu lieben. Vielleicht habe ich auch viel verlangt. Ich ging manchmal zu meiner Mutter, berührte ihre Nähmaschine und blieb an ihrer Seite, weil es mir gefiel, ihre Wärme zu spüren. Ich wollte ganz nah bei ihr sein, bei ihr, die mir das Leben geschenkt hat. Ich wollte, dass sie mich lieb hat. Ich hatte Sehnsucht danach, dass sie mir kurz mal übers Haar streicht. Das hätte mir gereicht. Siquiera si me tocaba así la cabeza, con eso yo hubiera querido quedar satisfecha. Pero no, no pasó. Y... Aber das hat sie nie gemacht. Ich erinnere mich noch genau daran, denn als Kind fühlte ich mich irgendwie verloren, weil meine Mutter ihre Gefühle nicht zeigen konnte. So denke ich jedenfalls heute darüber. Meine Mutter nähte Kleidung, vor allem Arbeitskleidung. Wir halfen beim Knöpfe annähen, Fäden vernähen und einsäumen. Meine Mutter sah es nicht gerne, wenn wir spielen gingen oder uns mit Freunden trafen. Wenn wir rausgingen, wurde sie wütend. Es gefiel ihr nicht, wenn wir auf der Straße spielten. Wirklich, sie sah es nicht gern, dass wir spielten. Wie wenn Funken aus meinen Augen sprühten, während ich ihr widersprach. So wütend war ich auf sie. Wir Kinder flehten sie an, aber sie hörte nicht auf, uns zu schlagen. Schon als ich klein war, wusste ich, was es heißt, wütend zu sein. Thank you.
Beerdigung waren, nicht wahr? Damit konnte ich mich vor vielen bewahren. Man sagt der Familie Ramirez nach, dass fast alle einen bösen Blick hatten und dass diese Eigenschaft von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Ich lebte mit dem Komplex, dass ich nichts richtig anschauen konnte, weil alles, was ich anschaute, kaputt ging. Aber ich schaute den Leuten immer in die Augen, weil ich wissen wollte, warum meine anders sein sollten und warum sie diese Kraft hatten. Wenn ich ein Kind anschaute, wurde es krank. Das fand ich furchtbar. Einmal schaute ich ein sehr schönes Mädchen an. Ich schaute sie sehr eindringlich an. Und das Mädchen wurde schwächer und schwächer. Und man konnte nichts mehr für sie tun. Ich fühlte mich wie eine Verbrecherin. Eine ganze Zeit lang glaubte ich, dass ich ein schlechter Mensch sei. Damals hatte ich oft Albträume, schreckliche Albträume. Das erschien mir wie eine Strafe, die mir für den bösen Blick auferlegt worden war. Meine Mutter entschloss sich wegen der Albträume und dem bösen Blick schließlich dazu, mit mir zu Don José zu gehen. Er war Spiritist. Ich konnte meinen Blick gar nicht mehr von ihm lösen, weil ich spürte, dass er meine Gedanken lesen konnte. Ich war total aufgewühlt. Don José hat mir viel bedeutet, weil er mir mit meinem bösen Blick half. Er hat mir geholfen, dass mein Blick niemandem mehr schaden konnte, vor allem den Kindern. Schon als Kind war ich ehrgeizig und wollte es zu etwas bringen. Mein Ziel war, weiterzukommen, um dem Trott der armen Leute zu entfliehen. Wenn man in ein besetztes Stadtviertel zieht, muss man sich um die Hütte und die Kinder kümmern. Einige Mütter mussten aber tagsüber arbeiten gehen oder tageweise bei besseren Leuten Wäsche waschen. Also ließen sie ihre Kinder in der Hütte eingeschlossen zurück. Das war nicht gut. Wir haben dann gemeinsam nach einer Möglichkeit gesucht, eine Kinderbetreuung zu organisieren und kamen schließlich auf die Idee, einen Kindergarten aufzumachen. Um die Mittel dafür zu besorgen, veranstalteten wir eine Verlosung, machten Basare und wir organisierten ein Fest, bei dem auch eine Schönheitskönigin gekrönt wurde. Das ganze Viertel beteiligte sich am Bau des Kindergartens. Ich glaube, die, die nicht mitmachten, kann man an einer Hand abzählen. Die Großen und die Kleinen halfen mit. Jeder trug seinen Teil auf die eine oder andere Weise bei. Thank you.
Kleinen das Alphabet, Rechnung und Nummerierung bei. Die Kinder im Viertel lebten nämlich draußen wie wilde Vögel. Es war ganz schön schwierig, sie einzufangen und ihnen drinnen im Zimmer etwas beizubringen. Desde que llegué al barrio, tuve que hacer muchos trabajos para ganarme la vida. Seit ich hier im Viertel lebe, habe ich schon alle möglichen Arbeiten übernommen, um etwas zu verdienen. Ich habe Reißverschlüsse ausgewechselt und hier und da was genäht. Manchmal habe ich kein Geld genommen, sondern tauschte etwas ein. Für ein paar Kartoffeln nähte ich ein paar Hosen um. So in der Art habe ich mein Geld verdient. Da und dort mit Kleinigkeiten. Dann schnitt ich mal jemandem die Haare und der Schnitt gefiel ihm gut. Das sprach sich rum und ich verlangte dann 20 Pesos pro Haarschnitt, auch für die Kinder. Ich verwendete meine ganze Kraft darauf, meinen Kindern ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Mami, ¿usted sabe cuál es el colmo de la pobreza? Es ver el arcoíris a blanco y negro. Das hat den Vorteil, dass ich ein festes Gehalt kriege. Meine Söhne und ich haben davon geträumt, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das haben wir jetzt erreicht. Den Kindern geht es heute viel besser. Wenn wir gegen Ende des Monats kein Geld mehr haben, wissen wir doch, dass demnächst das Gehalt kommt und dass es weitergehen wird. Ganz am Anfang, als wir in das Viertel gekommen sind, war es ziemlich schwierig. Um zu waschen, mussten wir bis zum Bach laufen. Dann haben wir zusammen mit den Leuten des Stadtteilkomitees Quellen gesucht. Ich habe beim Bau der Wasserleitung mitgearbeitet, weil ich finde, dass fließendes Wasser etwas sehr Wichtiges ist. Wir haben viele Meter Schlauch gelegt und viel Arbeit reingesteckt, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Yo sentía bastante la necesidad que teníamos con lo del agua. Se utilizó mucha madera y mucho material humano, porque sin eso no hubiera sido posible la obra. Yo creo que hasta el día de hoy... Ich glaube, ich bin ganz gut vorwärts gekommen. Im Grunde war es schön, diese Erfahrung zu machen. ¿A dónde la encontró? Llévesela. Ay, Danielito, llévesela, bicho. Pues no sé, me alegro también que los niños hayan participado. Dass die Kinder diesen Weg mitgegangen sind. Die Hütte war ja nicht nur für mich, sondern für uns alle. Jetzt sind sie unabhängiger, sie zählen was und niemand behandelt sie schlecht. Le pedimos a los compañeros que tengan una mesa grande para que nos haga el favor y no la preste. Capacitarme. Sí.
hacer algo. Mich weiterzubilden, jemand zu sein und eine Stelle zu haben, das hätte ich mir zwar immer gewünscht. Ich hätte mir aber nicht träumen lassen, dass es so schnell klappt. Ich erwarte viel von meinen Söhnen. Ich hoffe, dass sie später als Männer Verantwortung übernehmen, dass sie die Verpflichtungen ernst nehmen. Ich wünsche mir, dass sie verantwortungsbewusst werden und dass sie viele Träume haben und dass sie sich ihre Träume